manchmal nach wie vor nicht abbauen kann. Okay, ich schaue jetzt mal, ne? Wir haben ja auch ein paar Trilobiten getötet. Ey! Hier ist irgendein Petri. Ja, da, da! Der Rex blutet ja schon, ey. Ja, von vorhin auch noch. Stirb, Petri, stirb! Manchmal musst du springen, um die Petris zu erreichen mit so einem Vieh. Ja! Kamin. Monolophosaurus hat ein Level ab. Gib ihm mal Leben hier. Er kann, glaube ich, 3000 Leben auch vertragen. Er kriegt auch relativ viel auf Leben, wenn man ihm was gibt. Wieder einen Klatschiali. Ein Klatschisaurus. Direkt weg. Gut. Also der Monolophosaurus ist irgendwie cool. Schade, dass es kein Resighting ist. Schade, es kann. Ja, es kann ja nicht jedes Tier ein Resighting sein, aber ich bin schon der Meinung, dass der sehr cool ist. Gibt's eigentlich auch Rexe als Resighting? Ja, kann auftauchen, stimmt, ja. Auf jeden Fall. Also. Schon wieder. Momentan haben wir aber nur die Klatschisaurier. Uns hat heute alle Hände voll zu tun mit den Rare Sightings provozieren und spawnen lassen. Yutyranus. Oh. Smoky Yutyranus. Oh. Eigentlich müssten wir den kriegen, oder? 20, 50 ist auch gar nicht so weit weg. Glaube ich, oben links das, im Schnee. Ja, ja, den müssen wir holen. Ja. Willst du den haben, ja? Unbedingt. Ja. Yutyranus und der ist sehr nah bei uns. Lass uns mal vorher noch ganz kurz. Schon wieder ein Makrochen. Ja, lass uns mal vorher noch mal ganz kurz Inventur machen, ob wir jetzt die Dinger machen können, die Solarpaneele. Okay. Die würde ich gerne vorher noch mal kurz machen. Und dann können wir da noch mal hingehen, weil ich glaube, der Yutyranus läuft uns erstmal nicht weg. Die sind ja quasi direkt nebenan. Hier sind noch mal Perlen im Dings. Großer Gott. Hm. So, Metall läuft durch, ne? Ich habe auch noch 16 im Inventar, sehe ich gerade. Ach, Keratin habe ich ja auch noch ganz viel. Oh, sehr gut. Irgendwer kriegt hier Schaden, oder? Habe ich mich gerade verhört. Das klang irgendwie gerade so. Ach ja, hier, der Monolophosaurus, der war noch gerannt. Auf Folgen. Oh, oh, scheiße. Er lebt noch, es geht ihm gut. Solarpen, wie sieht's aus? Metall fehlt auf jeden Fall. Ja. Das dauert jetzt durch, natürlich, ne? Ein bisschen. Das schmilzt durch. Moment, wir brauchen 40 Electronics, haben wir. 100 Kristalle haben wir auch. Glaube ich, stell die Kentros mal unten an die Rampe. Die stören hier oben nur. Da unten helfen sie vielleicht. 50 ein bisschen. Polymer fehlt noch. Aber. Ja. Mehr wir Platz. Brauchen noch. Haben wir noch Steine irgendwo zufällig? Ja, hier in der hier ist noch der S Plus 70 Zementfest in der in Mörtel gewesen. Ich habe jetzt mal 50 angeworfen und 45 Metall fehlt auch noch, aber das ist auch gleich fertig. Das schmilzt ja. Haben mal Polymer angeschmissen hier. Für den Yutyranus braucht man doch bestimmt einen Cryolophosaurus, ja. Den sehen wir auch schon. So, 300. Die sehen auch alle gleich aus, glaube ich. Metall ist Meinst da. Meinst du aber, die Rare Sighting kann auch mal anders aussehen? Metall ist da? Ja, wenn es dabei steht, schon. Aber die eben sahen alle weiß aus, auch sein Partner. Und der, den ich danach noch gefunden habe, sah auch weiß aus. Tyrannosaurus Rex. Oh, den müssen wir uns holen, auf jeden Fall. Den müssen wir uns holen, aber sowas von. Ich meine, der ist weit weg, aber ja, hallo? T-Rex? Ja, Moment, halt. Erstmal die Solarpaneele. Moment, ja. Der kommen wir schon schnell genug hin, keine Sorge. Erstmal hier eins nach dem anderen. 60, 75. Moment, wie viele Polymere brauchte ich jetzt? Hab ich schon wieder vergessen. Geht sogar da unten. Okay, ich brauche nur noch 3x Polymer, dann habe ich's. Dann kann ich's machen. Okay. Ihr habt noch einen Arm-Dings? Ich habe noch 6 Arme gerade bekommen. Na, ich muss daraus nur craften. Einen habe ich auch schon mal genommen. Jetzt habe ich das Polymer, jetzt brauche ich die Electronics, die Kristalle, das Metall und kann ich es machen? Ja! Herstellen! Wir haben ein Solarpanel! Sehr schön. Sehr gut. Dann können wir jetzt los. Stell's auf. Direkt aufstellen, ja, ich stell's und auf. Los. Jo. Dahin, so. Machen wir jetzt das Overlay aus. Ich will das nämlich auch mal
gesehen. Macht es Sinn, das hier drin zu platzieren? Nee, ich würde es aufs Dach setzen. Ich wollte es gerade sagen, mach es lieber aufs Dach. Wie komme ich aufs Dach hier drin? Hier, die Rampe. Ach, Rampe, stimmt. Wir haben ja eine Rampe. Da war ja was. Wir haben nicht nur eine. Wir haben mehrere Rampen. Warte, haben wir ein bisschen Metall, um meine Rüstung zu reparieren? Ja, ein bisschen ist da. Ich baue es mal hier hinten hin, so schön in die Sonne. Ja. So. Und. Ja, aha. Solar powered, no batteries charging. Nice. Ja. Jetzt ist die Frage, hat das jetzt schon Strom oder müssen wir da jetzt noch Leitungen legen? Guck mal, du kannst ja Batterien drin craften. Ja, die kosten bestimmt auch ein bisschen was. Leute, ich möchte direkt sagen. Ja, lass es los, bevor jemand anderes kommt. Also das mit den Lagerfeuern ist einigermaßen ausgerichtet. Hast du den Sprung gerade gesehen? Der Wahnsinn. Unglaublich. Oh, habe ich eigentlich alles aus dem Inventar gelegt, was ich nicht mitnehmen wollte? Ja. So, dann kannst du ein bisschen gucken. Jetzt nochmal hin, da rechts unten hin, ne? Habt ihr alle Longnecks mit Muni? Ich habe nur 5 Schuss, egal. Ich kann dir gleich was abgeben. Ich habe 35. Ich habe 50. Zur Not schieße ich mit dem Bogen. Warte, wir müssen am besten links rum, oder? Rechts unten irgendwo war das. Ich glaube 50, 60 oder so, ne? Ja, oder 60, ist hier 50, doch schneller, glaube ich. Oder? Ihr habt doch GPS, ich habe keins gerade. Haben wir GPS? Nee, das muss 50, 60 sein. Ach, Radio meine ich. Ja, habe ich. Ja. Okay, 50, 60. Joa. 60, 50 wäre mitten auf der unteren Insel. Und ich glaube, vorhin habe ich gesehen, dass das eher so ein Spot war, den ich noch nicht ganz entdeckt hatte. Oder 60, 70 irgendwo da. Ich hoffe, die Meldung kommt nochmal. Aber es war hier in die Richtung. Also 60... 50. Also ich wette ja, dass da auch andere Leute sind. Ja, also bei einem Rex, das jetzt könnte es auch mal sein, dass wir PvP kriegen vielleicht. Gut, dass wir nur Iguanodons dabei haben. Ich hab noch einen Raptor. Nee, das ist, gar nicht so bad. Ja, wegrennen und dann schießen. Ja. Schießen, was das Zeug hält. Stimmt. Gut, dass ich noch 5 Schuss dabei habe. Ja, kriegst gleich was ab. Warte, wir müssen hier rechts schon rein. Ich fahr zur falschen Insel, Leute. Oder? Ich wollte so ein bisschen am Rand entlang. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil die Anzeige auf der Map ist auch nicht ganz korrekt, ne? Wo man sich gerade befindet. Ja, aber das hier links von uns, das ist halt die andere Insel. Ja, ja, das stimmt schon. Und, ja. Ja, da lang. Ja, wollen wir hier in der Bucht schon anlanden? Ich würde fast sagen, weil wir mit den Iguanodon schneller sind. Ja. Mhm. Also ich die Insel vor uns jetzt da, ne? Ja. Positiv anmerken, mir fällt jetzt schon auf, dass es nicht mehr ganz so viele Tiere rumlaufen und auch im Schneedium scheint nicht mehr so viel los zu sein diesmal. Also es scheint jetzt wirklich so zu sein, dass der Overspawn, diese Problematik mit dem Overspawn, dass das jetzt behoben ist anscheinend. Hoffentlich bleibt es so. Hier da hinten fliegende Bäume Richtung Obelisk. Fliegende Bäume, wahrscheinlich weil die Felsen davor noch nicht geladen sind, wo die drauf sind. Ja, bei mir ist alles gut. Aus. Bei mir auch. So, Leute. Ich hoffe, die Meldung kommt PvP noch. Was ist das? Was ist PvP? PvP? Was? Kann man das essen? 85. Persönliche Verpackungsprodukte oder sowas, ne? War das so? Die private. Private Verpackungsprodukte. Das sind eine 40er Rad oder was? So. Problemverarbeitungsproblematik. Wenn du jetzt gesagt hättest, Problemverarbeitungsprodukt, würde es ein noch einigermaßen Sinn machen. Ja, steck mir mal so zäpfchenmäßig Ammo hinten rein. Denk dran, die Recitings erkennt man teilweise auch am Level, dass die über 150 sind. Da stimmt, kommt man von weitem sieht man das Glitzern nämlich nicht. Eben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ihr müsst dann wahrscheinlich eher drauf achten, weil ich kann nicht auf die Map oder so gucken, wenn ich reite. Stimmt. 25er Rex. Hier vorne ist schon ein Rex. Ist er das schon? Ein 25er? Einer davon ist schon. 25. Das sind ja, ich sehe ihn. Ich glaube, ich habe ihn gesehen hier hinten. Ich glaube, ich habe es schon glitzern sehen hier hinten. Wo hier ist auch ein anderes Iguanodon. Hier ist irgendwer, oder? Ach nee, das ist Shadow. Ich habe meinen Overlay ausgehabt. egal. Lalalala. Ist das nicht welcher? 25. Nee, das sind beide 25. 25er. Guck durchs Fernrohr, wenn die 25 sind, sind es bestimmt nicht. Ich dachte, ich hätte ein Glitzern gesehen. Mann. Ja, es tut mir leid. Mein Gott, ich dachte, es hätte geglitzert. Oh nein, da ist ein Mikroraptor. Schnell vorbei.
Oh Gott. So ein Dummvogel. Ein Dummvogel? Ja. Dummvogel, der Roberts. Ist alles er ist hinter dir her. Oh nein. Oh nein. Nein, es ist ein Dummvogel. Ah. Ich komme hier stimmt über die Richtung Hügel? Überhaupt noch? Ah, oh, keine Ahnung. Böses. Ah! Mein Gott, was ist hier alles, Alter? Ah, 6075. Bei mir kam die Meldung gerade wieder. 6075. Wo sind wir? Wir sind bei... Boah, wir sind oh Gott, da oben ist ein Giga, glaube ich. Spielwehr? Ah! Was ist denn hier los, ey? Wo sind das wir denn jetzt gerade? Ich glaube, das ist auf der anderen Insel. Echt? Zurück doch, zum Floß! Zurück schnell. Zum Floß! Alle zurück oder? Zum Floß! 60, 75. Ja, das könnte die andere Insel tatsächlich sein. Alle ja, zurück das zum war doch Floß. Die Ach, alle Gott. Zurück zum Floß. Ein Chaos. Er weiß, er bleibt da oben stehen. Irgendwas Großes neben ihm brüllt. Ich hab's nicht mal gesehen, ey. Ich hab nur gehört, wie du gesagt hast, Giga, und ich springe einfach. Oh Gott, die sind über... Ah, Mikroraptoren! Warte mal, ist das nicht der Park von den anderen Leuten? Ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall... Nein, er hat mich! Hilfe! Hilfe! Der Nachtschattenclan... Hilfe! Der Nachtschattenclan ist auf jeden Fall da, so bei 60, 75. Wo bist du denn? Jetzt bin ich gestunt. Leute! Er schießt ihn! Au! Kleines Mistvieh. Nein, ach, schlag da. Ihn nicht weg, da kann ich nicht zielen, wenn du ihn wegschlägst. Wartet! Nein! Ah. Jetzt kommt auch noch ein Raptor. Ah! Schnell ruf, Tata. You are bleeding. Ja. Au! Wir müssen schnell aufs Boot! Wir müssen ihn töten vor allem, bevor. Alter, ich wurde gerade einmal von einem Rex gestunt und wurde direkt von ihm und einem Giga angegriffen. Oh nein. Und ein Iguanodon hat es knapp überlebt. Oh shit. Hui. So, Shadow fehlt noch? Shadow? Ja, ich bin da. Ich glaube echt, diese andere Insel, das ist halt der Park von den anderen. So. Ja, sehen wir gleich. Ja, werden wir ja sehen. Ui! Fehlendes Material, sitzen was? Sitzen bleiben! Ja, während der Fahrt alle Arme und alles im... Wie war das? Drin behalten und so. Ey, bevor wir jetzt da ewig rumsuchen, kann man jemanden im Chat fragen, ob der bei denen in der Base gespawnt ist? Meinst du, die sagen uns das? Naja, das wenn, dann ist es doch klar, so. Wir so, finden das doch gleich raus. Ja, dann, naja, was sollt ihr denn machen, wenn er bei denen in der Base ist? Wegfahren naja, gar wieder. Nichts, wegfahren, deswegen, was anderes deswegen, ziehen. Was haben sie denn zu verlieren? Ja, weiß ich nicht, vielleicht wollen sie uns ja das nicht sagen, weil wir dann Zeit verlieren, wenn wir erst hinfahren. Ich frag einfach mal. Ja. Oh nein! Oh nein! Oh, und der Rex hat mich gestunt im Wasser, sehr schön. Oh Gott. Nein, das, warum folgt das Iguanodon denn? Wer hat denn da jetzt J gepfiffen? Was tut ihr denn da? Ich bin mal mit Shade unterwegs. Ja. Mein Gott, was ist denn jetzt los hier? Da ja. kommt ein Raptor. Jemand hat Josh gepfiffen. Ich und dann sind nur, alle Viecher ins Wasser gesprungen. Ich habe nur kurz hier mal was geschrieben, weißt du? Und sofort bricht hier Chaos aus. Ja, jetzt müssen die Viecher... Raptor! Aus. Ja, ja, wir müssen irgendwie an Land gehen. Wir haben keine Raptor! Andere Wahl. Ja, ah. Raptor ist nicht schlimm. Bleib neutral. Nein, nicht neutral. Ich gehe jetzt hier raus. Doch! Und mach ihn aua! Los, nachdem Daumen da noch ins Auge. Was... Ja, also... Oh, oh. Ah! Oh Gott! Nein! Da kommt ein Rex! Oh, scheiße! Ah, scheiße! Pfeift die Viecher erstmal ab oder so. Ja, warte, warte. Bevor sie gleich wieder losspringen. Nein, dein Arc ist abgestürzt. Ja. Scheiße, im Moment nicht kastrieren, das wollte ich nicht. Passiv. Ah. Meiner ist passiv. Alles gut. Ja, ich habe gerade alle nochmal passiv gefischt. Sehr gut, der Rex kommt übrigens. Ja, guck mal, er ist nicht in deren Park, der aber kommt. In der Nähe. Nein, oh, ich nein. bin jetzt hier runtergesagt, Alter. Oh nein. Ja, ich auch. Ah, nein, 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 nein. Gleich weg vom Fenster. Ja. Oh nein. Oh, das Floß ist kaputt. Scheiße. Und wer hat J gepfiffen? Ich hab nicht J. Nein, ich war's nicht. Ich war's nicht. Ich, war's ich nicht. Auch nicht. Ich die Viecher gemacht. Sind von unserem Floß aufs andere geschwommen. Ja, schießt den jetzt hier. Ja, ich mach ich das. Ich hab keinen Schlafsack da hinten gehabt. Alles ja, so alles, wurde von alles einem tot. Velociraptor getötet.
Ach, Mann. Stirb halt. Oh, das gibt's doch nicht. Nein. Mann, er muss doch mal sterben jetzt. Ja. Großer Gott. So, was ist noch übrig? Shadow liegt hier schlafend im Wasser. Ich ziehe ihn mal raus. Kein J drücken, bitte. Ich hab nichts gedrückt. Ich auch ohne Witz. Ich hab nichts gedrückt. Ich war's nicht. Der Nachtschattenkran. Kran. Ja. Der hat gerade geschrieben, es ist in ihrer Nähe. Ja, deswegen. Das ist jetzt auch wieder schwierig, nehme ich an. Das ist jetzt noch übrig. Was ist noch übrig? Wir haben nur noch einen Iguanodon. Ein Raptor und der eine Iguanodon. Ja, oh, der eine ist verblutet, der andere wurde gefressen. Alter Verwalder. Ich versuche jetzt mit dem Fluss hinterher zu fahren. Ich will mein Zeug jetzt wieder. Hm. Oh, ey. Vor allem, das dauert doch jetzt bei mir wieder Jahre, bevor ich einmal die Mods geladen habe. Habt ihr Shadow schon aus dem Wasser gezogen? Ja. Falls du da... Kann man ihn vielleicht aufs Floß ziehen? Dass wir da schon mal hinziehen? Der fliegt dann auch weg. Wenn ich ihn festhalte? Ja, ich weiß nicht, ob sie das geändert haben, aber ich habe das mal mit jemandem gemacht und der ist dann auch weggeflogen und ersoffen. Sonst trennt euch. Das zwei schon mal losgehen. Ja, lass uns schon mal da hinfahren jetzt. Ja. Ja, okay. Wer ist denn jetzt hier noch? Ich. Nur Lea und ich, oder was? Cora ist im Wasser. Hä? Warum? Cora ist hier noch im Wasser. Hier. Komme angefahren. Ja. Bin bald bei euch. Hä, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, ich bin aufs Floß. Ich wollte auf Cora. Das ist natürlich blöd. Eigentlich müssen zwei losgehen und schon mal nach dem Rex gucken. Ja. Soll ich dich dann jetzt hier einfach am Strand liegen lassen, Shadow? Ritzi holt dich gleich ab. Ja, dann könnt ihr auch zu dritt los. Aber, ne? Oder soll ich dich mitnehmen? Ich könnte versuchen, mich mitzunehmen. Warte, Spielwehr, warte. Ja, ich wollte das Floß ausrichten. Alles gut. Shadow hat doch hier noch ein Floß, mit dem er dann fahren kann. Ja, also entweder... Und hier ist doch auch gerade nichts Gefährliches. Ja, dann lasse ich ihn hier liegen. Ja, mach das. Wo er jetzt dann im Wasser ist und nicht mehr rauskommt und von irgendwas anderem gefressen wird, ist, glaube ich, schlauer, wenn er hier bleibt erstmal. Wo ist mein Schein? Er liegt da, ist alles gut. Er liegt da. Okay. Alles gut. So, jetzt weiß ich, du musst mich mal gerade ein bisschen lotsen. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Wo war das? 60-75 ungefähr. Ja. 60-75, okay. Dann müssen wir einfach hier am Ufer lang. Aha, und dann gleich die nächste Insel direkt vor uns. Boah, ein Chaos. Chaos! Wie viele Reittiere sind jetzt gestorben? Zwei Iguanodons. Ja. Alter, das mit dem Giga und dem Rex, das war so unnötig, ey. Passiert. Das wäre sonst langweilig, wenn hier alles glatt laufen würde bei uns. Ist ja sonst auch nichts glatt gelaufen. Ach doch? So, auf dem Weg jetzt dahin. Ja, gut. Aber abgesehen davon sind wir ja immer noch gut dabei. Stimmt schon. Ich bin jetzt nackt. Oh. Oh. Hey, da ist ja noch ein Raft von uns. Also, Mann, ja, da sind ganz viele Rafts von den Nachtschattenleuten halt am Ufer. Nee, das ist von uns hier. Okay. Mit was für ein Raft seid ihr denn jetzt unterwegs, wenn hier noch eins steht? Keine Ahnung, wir sind mit irgendeinem unterwegs. Eins ist doch sogar kaputt gegangen. Hier ist die Leiche von Shade auch. Ist das vielleicht eins von denen, mit denen wir schon mal hier in der Gegend rumgefahren sind? Wenn da die Leiche von Shade drauf liegt, dann nicht, nein. Hier ist der Park von den Nachtschatten, glaube ich, hier links. Jetzt müssen wir mal vorsichtig sein wegen PvP. Kann Shadow sogar noch hinterherfahren gleich. Lea, du musst jetzt aufpassen, ne? Keinen Schaden an irgendwelchen Spielern machen, die du siehst, weil ne, wir sind innerhalb der Sichtweite der Parkmauern. Das heißt, wir dürfen hier kein PvP machen. Ja, jetzt ist aber auch wieder das Ding, ne? Wenn man, wenn ich gleich die Parkmauern nicht mehr sehe, dann schieße ich auf jeden, den ich sehe, ne? Ja, wenn du die Parkmauer nicht mehr sehen kannst, dann machst du das. Sonst solltest du aufpassen, dass du nicht zu knapp in dem Sichtbereich bist. Was ist denn, wenn ich meine View Distance auch niedrig habe? Das ist egal, die Strukturen werden immer gleich eingeblendet. Gut. Das ist immer derselbe Abstand. Deine Sichtweite beeinflusst nur, wann Bäume und
irgendwelche Assets eingeblendet werden, aber nicht, wann die Strukturen eingeblendet werden. Okay, aber der müsste jetzt da auf der Insel von denen sein, ne? Naja, nee, warte mal. Oder hier. Wir sind jetzt gerade erstmal bei 60-70, nicht mal. Wir sind nicht mal bei 60-70. Ah, stimmt. Wenn wir noch ein Stück weiterfahren, könnte es sein, dass er irgendwo in der Wüste da unten. Der ist irgendwo unten in der Wüste, der ist nicht bei denen.